diese Menschen gehen arbeiten, zum Geld verdienen und sagen die Aussage, ich habe gestern kommt von jemandem, der sich ein wenig angemeldet hat, sagt, hey Mann, es tut mir leid, ich kann nicht kommen, weil aktuell habe ich sehr viel zu tun. Ich muss sehr viel arbeiten. Und in diesem Moment denke ich, mein Lieber, so schade. Ja. Du hast das Gefühl, wenn du noch mehr schaffst, verdienst du mehr Geld. Aber desto mehr dass du schaffst, versklavst du dich. Du bist ein Volk von der Zeit, dass du eine negative Energie dem gegenüber entwickelst, keinen Erfolg hast. Und noch mehr wird es arbeiten, wenn du das Gefühl hast, du musst noch mehr, aber du gehst immer weiter weg vom Erfolg. Ja. Es gibt eine Geschichte, die mich geprägt hat, ist ein alter Mann. Also ein junger Mann ist ein anderer. Und hat von weitem gehört singen. Ja. Und er gemerkt, wie komisch. Ja. Es tut sich so verbissen. Ja. So schwer. Und dann sagt er, ich laufe in die Richtung. Und dann sieht er den alten Mann, ja, die so richtig schwitzt und macht, mit 35 Grad in der Sonne, die richtig Mühe hat. Und dann hat er sich erlaubt, der junge Mann, am älteren Mann sagt, sie, tut mir leid, wenn ich sie kurz aufhalte, würden sie nicht denken, dass es auch besser wäre, wenn sie kurz anhalten, ihre Säge und schleifen, damit sie es dann einfacher hat. Dann sagt der alte Mann, wenn sie mich irgendwo, ich habe keine Zeit, ich muss wieder sagen. Ja. Und so leben sehr viele Menschen. Ja. So leben sehr viele Menschen. Sie haben das Gefühl, sie sind noch mehr und noch mehr und noch mehr von 8 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden und denken, dass sie so schnell haben, weil sie es mir können. So habe ich gedacht. Ja, so habe ich jahrelang gedacht. Bis ich gewisse Mentoren habe dafür kennenlernen, wo mir das Gegenteil aufgezeigt hat. Und ich habe es nicht geglaubt, sie haben es gesagt, aber ich habe mir gedacht, nein, Gott nicht, was hättest du für einen Scheiß? Obwohl er 20 Jahre älter war, ist erfolgreich. Das ist für mich so nicht vorstellbar. Ich hatte Angst gehabt, dass es verloren. Ja? Weil ich habe gemeint, man muss hart und schwer und es ist ein Kampf, erfolgreich zu werden. Ja? Es ist ein Kampf und schwer. Ich hatte das so stark im Unterbewusstsein gehabt, dass ich wie Angst hatte, dass es verloren, dass es nicht klappt. Und so wie das Leben ist, oft, wenn du es nicht lässt, treffen gewisse Situationen ein, die dazu führen, dass du es ändern musst. Weil wir nicht entscheiden, schätzt das Leben für uns.